Trinkseiten. Es gehört ja dazu, dass man in einer solchen Situation sagt, ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann und zu Ihnen sprechen kann. Aber ich meine es auch so. Ich brauche das nicht weiter auszuführen. Ich weiß, dass hier viele anwesend sind, die auch diese Entwicklung... Ist das... Hören Sie mich nicht so ein bisschen? Oder soll ich lauter sprechen vielleicht? Dann brauche ich aber kein Mikrofon. Also, fangen wir einfach mal an, meine Damen und Herren. In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Interessen, der Propaganda auch, der Desinformation, ja, ich würde sogar sagen, der Lügen, die in diesem Krieg, in diesem Ukraine-Krieg ineinander verwoben sind, der Verstrickungen in der Ukraine durch viele Staaten, aber auch um die Ukraine, hat man manchmal den Eindruck, dass dies ein unauflösbarer gordischer Knoten ist. Der Überlieferung nach gelang es Alexander dem Großen, die Lösung des gordischen Knotens durch das Schwert. Er durchschlug den Knoten, der den Streitwagen des phrygischen Königs Gordios mit den Zugsträngen der Pferde verband und begann dadurch seinen Siegeszug in Kleinasien. So lautet die Überlieferung durch Plutarch. Es gibt aber auch eine andere Überlieferung, die auf den römischen Geschichtsschreiber Lucius Flavius Arrianus zurückgeht. Danach löste Alexander den Knoten durch die Lebendigkeit seines Geistes, indem er nämlich die Funktion des Deichselnagels für die Widerständigkeit des Knotens erkannte und den Nagel einfach herauszog. Sie verstehen sicherlich, weshalb ich das hier erwähne. Ich erwähne es deshalb, weil die westliche Politik dem Weg des Schwertes folgt. Und sie folgt dem Weg des Schwertes, weil es ihm nämlich, eher nämlich an dem mangelt, was Alexander den Großen ausgezeichnet hat, an der Lebendigkeit des Geistes. Nämlich zu erkennen, dass der Deichselnagel im Ukraine-Krieg ein Verhandlungsfrieden ist. Aber beginnen wir zunächst mal mit einer kursorischen Betrachtung der geopolitischen Lage, um dann etwas ausführlicher auf den Ukraine-Krieg zu sprechen zu kommen. Das 21. Jahrhundert ist geprägt vom Aufstieg Chinas als wirtschaftliche und militärische Weltmacht und von der Rivalität der großen Mächte, also den Vereinigten Staaten, Russlands und China. Der Ukraine-Krieg hat eine neue Dynamik im Verhältnis dieser großen Mächte, auch in der Rivalität dieser großen Mächte ausgelöst. Aber er hat auch Klarheit geschaffen in einem Fall, einem wichtigen Fall, nämlich in dem, dass nur China und nicht Russland in der Lage ist, die Vereinigten Staaten als führende Weltmacht abzulösen. Die aktuelle amerikanische nationale Sicherheitsstrategie bestätigt meine Einschätzung wie folgt, ich zitiere: Die Volksrepublik China ist der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch zunehmend die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht dafür besitzt. Peking hat Ambitionen, eine erweiterte Einflusssphäre im Indopazifik zu schaffen und die führende Macht der Welt zu werden. Und deshalb verfolgen die Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg das Ziel, Russland, den zweiten geopolitischen Rivalen, politisch, wirtschaftlich und militärisch so weit zu schwächen, dass sie sich auf die Auseinandersetzung mit China, also ihrem größten Widersacher, konzentrieren können. Um ihr strategisches Ziel zu erreichen, haben die Vereinigten Staaten einen engen Schulterschluss mit Europa gesucht, insbesondere in der gegenwärtigen Bundesregierung haben sie nicht nur einen willigen Verbündeten gefunden, sondern dieser Bundeskanzler ist, wie sein Besuch am Freitag in Washington zeigt, offenbar auch bereit, im ukrainischen Stellvertreterkrieg eine Führungsrolle zu übernehmen. Dabei sollte allerdings bedacht werden, dass die europäischen Verbündeten ebenso wie im Ukraine-Krieg auch in einem künftigen Konflikt mit China
eingebunden werden sollen. Gemeinsam mit Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sollen sie ein indopazifisches Netzwerk von Partnern und Alliierten gegen China bilden. Man könnte meinen, das sei ein kluger Schachzug der Vereinigten Staaten. Zunächst Russland, den schwächeren der beiden geopolitischen Rivalen, und dann in einem Stellvertreterkrieg natürlich zu schlagen, nicht direkt, um sich dann China, dem stärkeren Gegner, zuzuwenden. Wie der amerikanische Strategieexperte Harlan Ullmann bin ich jedoch der Meinung, dass die USA einen großen Fehler begehen, eine strategische militärische Zwei-Fronten-Konfrontation gegen China und Russland zu eröffnen. Harlan Ullmann bezeichnete dies als tickende Zeitbombe. Deshalb ist der Ukraine-Krieg ein Minitekel für Europa, entschlossen, den Weg zu geopolitischer Selbstbehauptung einzuschlagen, politisch, wirtschaftlich, technologisch und nicht zuletzt militärisch. Vieles von dem, was sich in den beiden letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ereignet hat, wird verständlich, wenn man weiß, dass Deutschland auf dem geopolitischen Schachbrett der Vereinigten Staaten und insbesondere in der Russland-Strategie der Vereinigten Staaten eine besonders wichtige Figur ist. Für George Friedman, ein angesehener amerikanischer Wissenschaftler, Geopolitiker, Publizist, er ist überzeugt, dass beide Länder, also Russland und Deutschland, vereint die einzige Macht wären, die Vereinigten Staaten bedrohen könnte. Deshalb muss Amerika sicherstellen, dass dieser Fall nicht eintritt, sagt er. Die Urangst der Vereinigten Staaten, so Friedman wörtlich, sei, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen Rohstoffen und russischem Produktionspotenzial verbinden. Und er fährt fort, eine einzigartige Kombination, vor der die USA seit einem Jahrhundert eine Höllenangst haben. Ende Zitat Friedman. Russland hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes die Nähe zur NATO gesucht. Der leitende Gedanke war eine enge Abstimmung mit dem Bündnis in Bezug auf die ehemals im Warschauer Pakt verbündeten Staaten und die inzwischen unabhängigen früheren Sowjetrepubliken, also insbesondere die baltischen Staaten. Was Russland im Sinn hatte, war, Krisen und Konflikte gemeinsam mit der NATO zu lösen und dadurch eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland zu verhindern. Mit dem Grundlagenvertrag, NATO-Russland-Grundlagenvertrag von 1997 und dem NATO-Russland-Rat wurde dafür eine gemeinsame Basis geschaffen und eine Zeit der engen politischen Abstimmung und sehr engen militärischen Zusammenarbeit wurde eingeleitet. China verfolgt in Bezug auf den Ukraine-Krieg einen moderaten Kurs. China ist davon überzeugt, dass die globalen Risiken seit dem Krieg gestiegen sind und die westlichen Länder dafür die Hauptverantwortung tragen. Und zwar deshalb, weil sie die bestehende internationale Ordnung zerstört haben. China fördert die Zusammenarbeit mit Russland und beide wollen zum Aufbau einer multipolaren Welt beitragen, was mit den Worten des chinesischen Außenministers Wang Yi zum Niedergang der US-Hegemonie führen werde. Die Taiwan-Frage könnte zum Kulminationspunkt der amerikanisch-chinesischen geopolitischen Rivalität werden. Im sogenannten Taiwan Relations Act von 1979 haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, Taiwan Waffen zu liefern und andere Unterstützungsleistungen zu stellen, die für die Verteidigung notwendig sind. Jedoch hinsichtlich der Art des Beistands ist das Abkommen wenig konkret. Und bisher haben alle amerikanischen Präsidenten das Ganze in einer gewissen Zweideutigkeit gelassen. Oh, ich habe lauter gemacht. Das geht? Ja, das ist der Wundermann. Ja. Diese Ambivalenz, diese strategische Ambivalenz, hat als
der derzeitige amerikanische Präsident gebrochen. Er ist davon abgewichen. Er hat nämlich auf die Frage, ob amerikanische Streitkräfte im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan die Insel verteidigen werden, geantwortet, ja, wenn es tatsächlich zu einem nie dagewesenen Angriff käme. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat zum wiederholten Male erklärt, dass China bereit ist, die Vereinigung mit Taiwan auf friedlichem Wege zu lösen, es sei denn, es bleibt kein anderer Weg als der militärische. Ich zitiere ihn: Wir beharren darauf, die Aussicht auf eine friedliche Wiedervereinigung mit größter Aufrichtigkeit anzustreben. Es besteht jedoch keine Verpflichtung zum Gewaltverzicht und die Möglichkeit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, bleibt bestehen. Die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes muss verwirklicht werden und kann sicherlich auch verwirklicht werden. Ich bin überzeugt, dass die Vereinigten Staaten weder bereit noch in der Lage wären, Taiwan zu verteidigen. Dafür ausschlaggebend sind nicht nur die großen geostrategischen Vorteile Chinas, die enorm wachsende konventionelle Stärke der chinesischen Streitkräfte, einschließlich der großen Überlegenheit in strategisch-technologischen Teilbereichen wie hypersonischen Waffensystemen, sondern auch, dass China nuklearstrategisch zu den beiden nuklearen Supermächten USA und Russland aufgeschlossen hat. Der amerikanische Admiral Charles Richard, der damals Befehlshaber des US Strategic Command, also der für den Einsatz der amerikanischen Nuklearstreitkräfte verantwortlich ist, sagte, diese Ukraine-Krise, wörtlich, in der wir uns gerade befinden, ist nicht nur das Aufwärmen. Die große Krise kommt noch. Wir werden auf eine Weise getestet werden, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. Wenn ich den Grad unserer Abschreckung gegenüber China einschätze, dann sinkt unser Schiff langsam, aber es sinkt. Der Ukraine-Krieg hat die Bildung konkurrierender geopolitischer Blöcke gefördert. Während die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und die NATO näher zusammenrücken, ist um China und Russland ein zweiter geopolitischer Block entstanden, dessen Kern bilden die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sowie das Shanghai-Kooperationsabkommen, also diese Gruppe mit China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. China arbeitet mit Saudi-Arabien auf dem globalen Ölmarkt und bei der Nutzung der Nuklearenergie eng zusammen und hat den Beitritt zur BRICS-Gruppe von Saudi-Arabien auch massiv unterstützt. China treibt auch die Bildung einer rohstoffarmen oder rohstoffbasierten Währung, muss ich sagen, Reservewährung, als Konkurrenz zum sogenannten Petrodollar, also zum Dollar eigentlich, voran, auch für eine weltweite Leitwährung auf dem Goldstandard. Wenn man weiß, dass die amerikanische Macht überwiegend auf dem Einfluss des Dollars liegt, dann ist dies ein ganz kluger Weg, in dieser Rivalität sozusagen die Vorhand zu bekommen. Seit Anfang dieses Jahres sind neben Saudi-Arabien, einem ehemals sehr engen Verbündeten der Vereinigten Staaten, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien als neue Mitglieder in der sozusagen BRICS Plus dann aufgenommen worden. Das sind 3,8 Milliarden der Weltbevölkerung, die sich hier gemeinsam zu einem gemeinsamen auch Wirtschaftsverband, auch politisch zusammengeschlossen. 3,8 Milliarden. Und, das muss man vielleicht noch dazu, will ich noch dazu erwähnen, zurzeit haben 40 weitere Staaten Interesse an einem Beitritt bekundet. Darunter Algerien, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Nicaragua, Uruguay, Venezuela und sogar zwei NATO-Staaten, nämlich Griechenland und die Türkei. Die Tatsache, dass insbesondere die
südamerikanischen Staaten auch in diese Organisation. Das tut natürlich besonders weh. Und die Amerikaner bemühen sich sehr intensiv darum, zum Beispiel einen Beitritt Mexikos zu verhindern. Aber aufgrund dieser Entwicklung, die ich eben geschildert habe, ist eben gerade eine größere Bereitschaft der Europäer wichtig, diese Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu stärken und zu einem unabhängigen Faktor in der internationalen Politik zu werden, auch mit der Fähigkeit zur Konfliktverhütung und Konflikteindämmung. Wie notwendig eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit ist, zeigt bereits ein Blick an die europäische Peripherie. Dort liefern sich die Großmächte seit Jahren eine Auseinandersetzung um Einflusszonen. Die Regionalmächte, ein Stellvertreterkrieg um regionale Dominanz und ethnische und religiöse Minderheiten um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Überbevölkerung, religiöse Gegensätze sowie die Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen durch große Dürrekatastrophen beispielsweise in einer Zone, die vom Nahen Osten bis nach Afrika reicht, bilden den Nährboden für islamistische und fundamentalistische Terrorgruppen. Der Ukraine-Krieg hat Europa an eine Wegscheide geführt. Es geht in diesem Krieg eben nicht nur um die Sicherheit und die territoriale Integrität der Ukraine, sondern es geht um eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung, in der alle Staaten des europäischen Kontinents ihren Platz haben. Immer stärker zeichnen sich aber auch die dramatischen wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Krieges für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Europa und insbesondere für Deutschland ab. Der Ausgangspunkt eines Krieges ist immer eine bestimmte politische Konstellation. Ich will heute Abend hier auf den Ukraine-Krieg nicht ausführlich darauf eingehen, aber es ist wichtig, dass man im Hinterkopf behält, ein Krieg entsteht nicht, weil sich Putin morgens ans Frühstücksei klopft und sagt, jetzt überfallen wir mal die Ukraine. Er hat eine lange, lange Vorgeschichte. Und ein Krieg, er hat politische Ursachen eben, und ein Krieg führt zu einer neuen politischen Konstellation. Die Frage ist natürlich, wie sieht diese Konstellation aus? Soll sie Bestand haben auf Dauer? Wenn das der Fall ist, dann muss es eine Lösung sein, die politisch zwischen den Gegnern, aber auch mit den Unterstützern vereinbart sein muss. Deshalb fordert ja Clausewitz, kein Vortrag eines ehemaligen Offiziers ohne Clausewitz, das ist ja klar, nicht? Deshalb fordert ja Clausewitz, dass die Politik in einem Krieg die Oberhand behalten muss und trotz der Kampfhandlungen fortgesetzt werden muss in einem Krieg. Daraus folgt ein dualer Ansatz. Das kann sein, die Notwendigkeit aus einer gesicherten Verteidigungsfähigkeit heraus auch das eigene Land zu verteidigen. Aber gleichzeitig muss es ein Bemühen um einen Verhandlungsfrieden, um ein Ende des Krieges geben. Sind Politik und Diplomatie, wie es in diesem Krieg der Fall ist, suspendiert, dann ist der Krieg, wie Clausewitz es definiert, ein Akt der Gewalt. Und es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen. So gibt jeder dem anderen das Gesetz. Und es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriff nach zum Äußersten führt. Wir bezeichnen das heute als Eskalation. Und genau das haben wir gesehen von Anfang an. Die geostrategische Lage Russlands und der USA, der beiden Hauptakteure in diesem Krieg, könnte nicht gegensätzlicher sein. Geschützt durch zwei Weltmeere, mit einem Alliierten im Norden und einem befreundeten Staat im Süden, haben die geostrategischen Faktoren Raum und Zeit für die Vereinigten Staaten keine Bedeutung. Und sie sind ja auch mit konventionellen Mitteln nicht angreifbar. Die Vereinigten Staaten sind eine Luft- und Seemacht. Im Gegensatz dazu sind Raum und Zeit für Russland wegen der großen Landmasse, umgeben von vielen Staaten und Krisenregionen, von existenzieller Bedeutung. Auch aus historischen Gründen strebt Russland in besonderem Maße nach militärischer Sicherheit. Und ich habe den Eindruck,
dass Russland weder bereit ist, seine Geschichte abzustreifen, noch kann es seiner geostrategischen Lage entkommen. Der strategische Wendepunkt im Verhältnis der Vereinigten Staaten zu Russland war das Jahr 2002, nämlich die einseitige Kündigung des 1972 geschlossenen und für das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen diesen beiden Supermächten so enorm wichtige ABM-Abkommen über strategische Raketenabwehrsysteme. Denn gleichzeitig wurde in Europa ein Raketenabwehrsystem aufgebaut, das Russland als Bedrohung des nuklearstrategischen Gleichgewichts mit den Vereinigten Staaten verstehen musste. 2019 wurde dann ebenfalls einseitig das für Europas Sicherheit so entscheidende INF-Abkommen über nukleare Mittelstreckenraketen einseitig aufgekündigt. Im Grunde genommen haben die Vereinigten Staaten damit Russland die Möglichkeit gegeben, völkerrechtlich und vertragskonform sozusagen ein neues eurostrategisches nukleares Bedrohungspotenzial gegen Europa aufzubauen. Ein Jahr später wurde dann der Vertrag über den offenen Himmel gekündigt, auch wieder einseitig. Das war ein ganz wichtiger Vertrag, weil er gegenseitige Inspektionen erlaubte, weil er für Transparenz und Vorhersehbarkeit auch des militärischen Handelns da war. Aber dagegen wurde 2021 das Abkommen über interkontinentalstrategische Waffensysteme, also amerikanische und russische Waffenabkommen, das sogenannte New START-Abkommen mit Russland, um 5 Jahre verlängert. Einvernehmlich verlängert. Es hat dann auch Verhandlungen sogar während des Ukraine-Krieges gegeben, bis Russland dann wegen der massiven Unterstützung der Vereinigten Staaten die Verhandlungen unterbrochen hat. Der sicherheitspolitische Wendepunkt war der NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, auf dem Präsident Bush mit großem Druck versuchte, eine Einladung Georgiens und der Ukraine für eine NATO-Mitgliedschaft durchzusetzen. Als er damit scheiterte, wie das in solchen Fällen üblich ist, zur Gesichtswahrung natürlich eine vage Beitrittsperspektive in das Kommuniqué aufgenommen. Der heutige CIA-Direktor William Burns, damals amerikanischer Botschafter in Moskau, hatte die amerikanische Regierung zuvor gewarnt. Er hat in einem Telegramm an das Außenministerium geschrieben, man kann die strategischen Konsequenzen nicht hoch genug einschätzen. Es wird einen fruchtbaren Boden für eine russische Intervention auf der Krim und im Osten der Ukraine schaffen. Es besteht kein Zweifel, dass Putin scharf zurückschlagen wird. Heute ist er CIA-Direktor. Immerhin. Jedoch der eigentliche Wendepunkt war natürlich der von den USA inszenierte Staatsstreich im Februar 2014 in Kiew, der den Bürgerkrieg im Donbass und die Verweigerung der Minderheitsrechte an die russischsprachige Bevölkerung ausgelöst hatte. Das war ja vereinbart, wie Sie wissen, arrangiert von Frau Merkel und dem französischen Staatspräsidenten in dem Minsk-II-Abkommen. Danach sollte die Ukraine bis Ende 2015 eine Verfassungsänderung durchbringen, die der russischen Minderheit die gleichen Rechte einräumen würde wie den ukrainischen Staatsbürgern, also den ukrainisch sprechenden Staatsbürgern. Es gibt auch in den Vereinigten Staaten nicht wenige, die überzeugt sind, der Krieg hätte verhindert werden können, wäre ernsthaft über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und über größere Autonomie für die russischsprachige Bevölkerung des Donbass innerhalb des ukrainischen Staatsverbandes gesprochen worden. Der Krieg hätte auch nach sechs Wochen beendet werden können. Die Ukraine und Russland hatten in den Istanbul-Verhandlungen Ende März 2022 ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis erreicht. Im Wesentlichen wurde vereinbart, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet und einen neutralen Status einnimmt und sich im Gegenzug die russischen Truppen auf den Stand vor dem Krieg, also auf den Stand vom 23. Februar, zurückziehen. Dieses Abkommen wurde
von der Ukraine auf Druck des Westens dann nicht unterzeichnet. Zu Beginn des dritten Kriegsjahres, in dem wir uns jetzt befinden, ist es offensichtlich, dass sich in diesem Jahr, wahrscheinlich eher früher als später, das Schicksal der Ukraine entscheiden wird. Die Zukunft des Landes liegt in der Hand des Westens. Die Ukraine braucht Geld, sie braucht militärische Ausrüstung, Waffen und Munition, aber ihr fehlen vor allem Soldaten. Wir sind, wörtlich Selenskyj, wir sind auf die finanzielle Unterstützung angewiesen, sonst verlieren wir, erklärte er. Fast die Hälfte des ukrainischen Staatshaushaltes wird vom Westen finanziert. Jede Verzögerung oder Verringerung des Mittelflusses könnte die staatliche Insolvenz auslösen. Obwohl die Ukraine durch die allgegenwärtige Korruption nun selbst erheblich zu ihren finanziellen Problemen beigetragen hat und nach wie vor beiträgt. Solange der Krieg dauert, ist die Ukraine auf die umfassende militärische Unterstützung des Westens angewiesen. Aber auch noch viele Jahre danach erfordern der Wiederaufbau und die wirtschaftliche Gesundung des Landes ein großes, ein langfristiges Engagement, vor allem der Europäer. Der Bundeskanzler hat sich bereits vor einiger Zeit an die Tät der Staaten gesetzt, die es der Ukraine ermöglichen sollen, den Krieg so lange fortsetzen, wie sie es für erforderlich hält. Und er hat die europäischen Staaten zu größerer Leistungsbereitschaft aufgefordert. Der Bundeskanzler hat offenbar auch wesentlichen Anteil daran, dass alle EU-Staaten, also auch Ungarn, dem europäischen Finanzierungspaket zugestimmt haben. Allerdings soll dieses Paket über 50 Milliarden Euro auf die Jahre 2024 bis 2027 aufgeteilt werden. Das ist im Vergleich zum amerikanischen Unterstützungspaket in Höhe von 60 Milliarden nicht viel und deckt weder den ukrainischen Finanzbedarf zur Aufrechterhaltung der Regierungsfunktion noch den militärischen Unterstützungsbedarf ab. Es verdichtet sich jedoch der Eindruck, dass die Europäer die USA möglicherweise vollständig ersetzen müssen, falls diese als Hauptunterstützer ausfallen, sei es wegen der Weigerung des Kongresses, weitere Mittel freizugeben oder weil die Unterstützung nach einem Regierungswechsel nicht nur finanziell, sondern ganz eingestellt wird. Wegen der andauernden Schwierigkeiten, das aktuelle Unterstützungspaket durchzusetzen, heute ist es übrigens durch den Senat gegangen und es gibt, höre ich aus den USA, eine gewisse Hoffnung, dass es noch diese Woche dann auch im Kongress durchgeht. Ich bin allerdings nicht ganz sicher. Weil das eben auch viele in den Vereinigten Staaten so sehen, skeptisch sind, werden bereits Ersatzlösungen diskutiert. Beispielsweise könnten Japan und Südkorea, die keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, Waffen an die USA zur Weiterleitung an die Ukraine abgeben. Eine weitere Option wäre, dass die Europäer amerikanische Waffen bezahlen, die für die Ukraine bestimmt sind. Die bisherige Koordinierung der Unterstützung durch die Vereinigten Staaten im sogenannten Rammstein-Format hier in Deutschland soll künftig die NATO übernehmen. Wenn Sie diese drei Faktoren zusammennehmen, dann werden Sie eines feststellen. Die Europäisierung dieses Krieges hat einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die USA liefern jedoch nicht nur Geld und Waffen. Sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Ausbildung ukrainischer Soldaten, liefern zeitnah Aufklärungs- und Zieldaten an die ukrainischen Streitkräfte und wirken ganz entscheidend auch bei der Operationsplanung mit. Diese Leistungen, übrigens mit einem Hauptquartier für die Ukraine, zur Steuerung des Krieges in der Ukraine, das in Wiesbaden aufgestellt wurde. Ja, das ist Deutschland. Diese Leistungen, die ich eben aufgezählt habe, die könnten die europäischen Staaten nicht erbringen.
und insbesondere die Lieferung von Aufklärungs- und Zieldaten, dazu sind wir nicht in der Lage. Und das Risiko, dass tatsächlich Trump nach einer Wahl zum Präsidenten einen radikalen Kurswechsel einleitet, das Risiko ist groß. Wir kennen ihn ja aus der Zeit, als er Präsident war. Deshalb ist es auch verständlich, dass europäische Politiker, die ausschließlich in Kriegsführungsszenarien denken, die ersten Erfolge Trumps im Vorwahlkampf mit ziemlichem Entsetzen verfolgen. Andererseits ist die Bereitschaft ungebrochen, den Krieg fortzusetzen und sich dafür unverändert finanziell durch Waffenlieferungen oder sogar, wie ein CDU-Politiker vor einigen Tagen forderte, auf Russland direkt auszuweiten. Oder zuvor hat er gesagt, ja, wir führen ja den Krieg, weil es um die Lithienvorkommen in dem Donbass geht, die nach meiner Kenntnis gar nicht so überwältigend sind, aber naja, es ist ein Grund. Es haben schon andere, auch andere Deutsche, deren Namen man normalerweise nicht ausspricht, aus ähnlichen Gründen Kriege geführt. Es ist eine Illusion, um es mal ganz deutlich zu sagen, es ist eine Illusion, das zu behaupten, dass gegenwärtig keine Seite militärisch im Vorteil ist. Ich würde, was man gewöhnlich als Patt bezeichnet, ich würde die gegenwärtige Lage eben nicht als Patt bezeichnen. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach der gescheiterten Offensive, die ja in Deutschland, insbesondere auch in anderen Staaten, groß gefeiert wurde, haben nach dieser Offensive die Fähigkeit zu einem offensiven Landkrieg weitgehend verloren. Was sie machen deshalb ist, sie weichen aus, sie versuchen durch Angriffe auf russisches Territorium zu demonstrieren, dass sie nach wie vor militärisch handlungsfähig sind. Dazu gehören aber eben auch Angriffe auf die Zivilbevölkerung, beispielsweise auf eine Veranstaltung in Belgorod, bei der 25 Personen getötet wurden, davon 5 Kinder. Auf Donetsk im Oktober beispielsweise haben die Ukrainer die ukrainische Stadt Donetsk mit amerikanischer Streumunition angegriffen. Dabei zum Beispiel auch die Universität in Brand gesetzt. Das ist nach dem humanitären Kriegsvölkerrecht ein Kriegsverbrechen. Auch wenn es die eigene Bevölkerung ist im Übrigen. Man darf auch gegenüber der eigenen Bevölkerung keine Kriegsverbrechen begehen. Ja, die russischen Streitkräfte haben seit Anfang Oktober nun die Initiative übernommen. Allerdings sind sie nicht wie die ukrainischen Streitkräfte zu einer groß angelegten Offensive angetreten, sondern sie setzen lokale Angriffsschwerpunkte mit dem Ziel, die bisherigen Eroberungen zu konsolidieren und größere Verluste zu vermeiden. Die gegenwärtigen russischen Schwerpunkte sind Avdijivka, deren vollständige Eroberung, da sind sie schon drin in den Vororten, deren vollständige Eroberung den Weg für die Konsolidierung der östlichen Donbass-Region freimachen würde. Im Raum Kupjansk haben die Russen eine große Anzahl von Truppen, über 40.000, zusammengezogen, die offenbar die Region Charkiw oder Charkow erobern sollen. Wahrscheinlich, und davon gehe ich aus, werden die Russen auch Odessa einnehmen. Die kritische Lage der Ukraine hat die Vereinigten Staaten bewogen, eine neue Strategie zu entwickeln. Die ukrainischen Streitkräfte sollen vorerst in die strategische Defensive gehen, so wie das die Russen gemacht haben im vergangenen Jahr, um aus Fest ausgebauten Verteidigungsstellungen das Territorium, das sich noch unter ihrer Kontrolle befindet, zu halten und vor allen Dingen die hohen personellen Verluste zu reduzieren. Damit sollen dann die Voraussetzungen für eine langfristige Stärkung und größere Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Streitkräfte geschaffen werden, aber auch für die Wirtschaft. Sie nennen das auch die Vier-Phasen-Strategie, also Fight, Kämpfen, Build, Aufbauen wieder und Recover, Erholen und Reformieren, also vier Phasen. Diese Strategie versuchen Sie im Augenblick, Herrn Zelensky beizubringen und ihn vor allen Dingen davon zu überzeugen, dass dann in 10 Jahren
ukrainische Streitkräfte mit großer Kampfkraft und mit einem hohen Abschreckungsfaktor entstehen. Aber bereits bis Ende dieses Jahres soll bereits die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte wesentlich größer sein als heute. Das bedeutet jedoch, dass der ukrainische Präsident sein Ziel, die Rückeroberung aller von Russland besetzten Gebiete einschließlich der Krim, aufgeben müsste. Denn die Front soll dort stabilisiert werden, wo sie sich jetzt befindet. Und diese Strategie, ich sagte es bereits, ist angelegt auf 10 Jahre. Und 10 Jahre lang sollen die europäischen Verbündeten spezifische Verpflichtungen zur militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung eingehen, die in verbindlichen nationalen Dokumenten festgelegt und in bilateralen Abkommen mit der Ukraine vereinbart werden. Die 10-jährige Verpflichtung ist als Sicherung gedacht gegen die von Trump angekündigte Beendigung der Ukraine-Stützung. Sie soll aber auch verhindern, dass beispielsweise ein Regierungswechsel in einem europäischen Staat zu einem Kurswechsel der Europäer führt. Großbritannien hat übrigens bereits einen entsprechenden Vertrag mit der ukrainischen Regierung geschlossen. Die Bundesregierung ist offenbar ebenfalls bereit, diese 10-jährige Unterstützung und Beistandsverpflichtung einzugehen. Falls alle NATO-Staaten diesem Beispiel Folge leisten, käme dies einer NATO-Mitgliedschaft durch die Hintertür gleich. Jedenfalls soweit es um die kollektive Verteidigung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags geht. Deshalb gibt es in den USA auch Überlegungen, mit der Ukraine einen Mechanismus zu schaffen, vergleichbar dem Artikel 4 des NATO-Vertrages, wonach Mitgliedstaaten einander konsultieren, wenn nach Auffassung eines von ihnen die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit bedroht ist. In diesem Zusammenhang erhält das Zerwürfnis Selenskyj mit dem militärischen Oberbefehlshaber General Saluschny eine besondere Bedeutung, was ja auch zu Saluschnys Entlassung letzten Donnerstag führte. Zuletzt ging es darum, wer die Verantwortung für die Mobilisierung von 500.000 Soldaten zum Ausgleich für die hohen personellen Verluste übernehmen soll. Das Militär, also Saluschny, oder die Politik. Saluschny wollte das natürlich nicht, Selenskyj wollte es auch nicht. Entscheidend waren aber darüber hinaus grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über die Operationsführung, über die Erreichbarkeit der politischen Ziele in diesem Krieg und über die öffentliche Darstellung der militärischen Erfolge bzw. Misserfolge. Als Saluschny dann Anfang November letzten Jahres öffentlich bekannte, dass die Offensive ein Fehlschlag war, setzte er sich in einen offenen Gegensatz zu seinem Präsidenten, der die Lage durchweg übertrieben positiv darstellte und dafür natürlich bei den westlichen Politikern und den Medien größte Aufmerksamkeit und Bestätigung erfuhr. Saluschnys Entlassung erfolgt in einer äußerst kritischen Phase. Es wird sich schon sehr bald zeigen, dass Selenskyjs Entscheidung ein großer, großer Fehler war. Übrigens, sein Nachfolger ist ethnischer Russe. Also Sie sehen also, wie eng diese beiden Völker miteinander verflochten sind dabei. Nun, nach dem Scheitern dieser Offensive wächst in Europa die Furcht, Russlands strategisches Ziel sei die Eroberung der gesamten Ukraine, um danach dann das Baltikum bzw. Polen anzugreifen und einen Krieg mit der NATO zu beginnen. Wenn Sie die Welt am Sonntag gelesen haben, dann ist das ja sehr ausführlich alles geschildert worden. In den deutschen Medien wird schon seit einiger Zeit die These vertreten, dass der Angriff auf die Ukraine Teil einer langfristigen imperialen Strategie sei, den Einflussbereich der Sowjetunion zurückzuerobern. Seit sich die militärische Lage eindeutig zugunsten Russlands neigt, wird von sogenannten Militärexperten geradezu hysterisch anschwellend Kriegsfurcht verbreitet. Ob dies aus Unkenntnis, ideologischer Verengung, purer Wichtigtuerei geschieht, ich weiß es nicht. Vielleicht auch um das Bemühen, für die
Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, dies zu rechtfertigen, das ist nicht eindeutig erkennbar. Offensichtlich wollen ihr aber vor allem diejenigen, die noch vor einiger Zeit den militärischen Sieg bzw. den Kriegsgewinn der Ukraine prognostizierten, bedenkenlos die weitere Unterstützung der Ukraine mobilisieren, indem sie behaupten, eine ukrainische Niederlage würde Russlands Machthunger nicht befriedigen und es werde deshalb vor einem Angriff auf NATO-Staaten nicht zurückschrecken. Deutschland und Europa stünden vor einem Jahrzehnt der Konfrontation durch Russland. Es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass Politiker mit der Vermutung eines angeblich bevorstehenden russischen Angriffskrieges die Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Verteidigungsausgaben zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit begründen. Mehr als ein Jahrzehnt haben die deutschen Politiker den Verfassungsbruch hingenommen, der 2011 durch die sogenannte Neuausrichtung der Bundeswehr entstanden ist. Um es ganz deutlich zu sagen, wir brauchen keine, im Übrigen auch gefährliche Kriegshistorie, um zu begründen, dass die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung fähig sein muss. Es reicht völlig aus, endlich den Verfassungsauftrag zu erfüllen. Bleibt also die Frage, ob es überzeugende Belege dafür gibt, dass Russland in wenigen Jahren nicht nur fähig sein wird, die NATO anzugreifen, sondern sich auch darauf vorbereitet, weil Russland dies beabsichtigt. Putin habe den Vorwurf, er habe sich die Wiederherstellung des russischen Imperiums zum Ziel gesetzt, zurückgewiesen und wörtlich gesagt, niemand will uns glauben. Niemand will glauben, dass wir nicht versuchen, die Sowjetunion zurückzubringen. Und er fügte hinzu, wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz. Wer sie sich zurückwünscht, hat keinen Verstand. Auf der letzten Valdai-Konferenz im Oktober vergangenen Jahres erklärte Putin, also ich zitiere das nur, um zu zeigen, dass es eben keine eindeutigen Äußerungen aus Russland in dem Sinne gibt, wie sie bei uns kolportiert werden. Da sagte Russland, die Krise in der Ukraine ist kein Konflikt um ein Territorium. Das möchte ich betonen. Russland ist das größte, das territorial riesigste Land der Welt. Wir haben kein Interesse an der Zurückeroberung bestimmter weiterer Territorien. Nun ist es ja immer so bei uns, es wird immer nur eine Seite geschildert. Es gibt einen Satz von Hegel, kann ich glaube ich wieder zitieren, hier ja, ne? der gesagt hat, das Ganze ist die Wahrheit. Das Ganze. Und das heißt, das Halbe ist die Unwahrheit. Und wir hören bei uns, also ich habe schon lange nicht mehr das Ganze gehört. Sie? Von Ihnen. Von mir, ja, naja, gut. Ich bin für den anderen Teil zuständig. Gut, also machen wir weiter. Wie sieht es denn praktisch überhaupt aus? Besteht überhaupt eine Voraussetzung für einen Angriff auf NATO-Staaten, für die Eroberung der gesamten Ukraine? Denn das wäre die Voraussetzung dafür. Das wäre die Ausgangsbasis, der Bereitstellungsraum, die gesamte Ukraine, um überhaupt die NATO angreifen zu können. Bei seinem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat Russland etwa 190.000 Soldaten gegen eine mehr als doppelt so starke ukrainische Streitmacht eingesetzt, die vom Westen hervorragend ausgebildet und ausgerüstet worden war. Dass damit die Eroberung der gesamten Ukraine unmöglich war, das mussten, glaube ich, auch der russischen Führung klar gewesen sein, auch wenn sie vom Westen immer als unfähig dargestellt wird. Aber die Grundrechenarten beherrschen die, glaube ich, noch. Das muss ich einfach nochmal wiederholen, mit 190.000 Mann kann man Russland nicht die Absicht unterstellen, dass es die gesamte Ukraine erobern wollte. Das ist einfach ausgeschlossen. Hinzu kommt noch etwas anderes. Und das ist, dass eine Besatzung, eine russische Besatzung dieses großen Landes einen enormen Aufwand an Besatzungstruppen erfordern würde. Denken Sie nur daran, in der kleinen DDR waren 300.000 russische Soldaten. Wie viel sollen das dann in der riesigen Ukraine gewesen sein?
Und es kommt ein weiterer Punkt, ich will ihn hier nur erwähnen. Das russische Streben war immer, zwischen Russland und der NATO einen Puffer zu haben. Und der wäre nämlich weg gewesen, wenn die ganze Ukraine besetzt ist. Das würde bedeuten, dass sich NATO-Soldaten und russische Soldaten Auge in Auge gegenüberstehen. Und das Risiko, dass durch menschliches Versagen oder durch ein technisches Versagen eine Auseinandersetzung beginnt, die politisch dann nicht mehr kontrollierbar ist, dieses Risiko wäre groß. Und wir haben in dem gesamten Ukraine-Krieg gesehen, dass sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten immer bemüht waren, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Also das war damals nicht möglich. Im Westen ist das eben gefeiert worden als große Blamage der Russen, weil sie nicht in der Lage waren, sich durchzusetzen. Das ist eine andere Geschichte. Aber es kommt etwas anderes noch hinzu, das will ich noch schnell erwähnen. Im Zuge dieser Istanbuler Friedensverhandlung Ende März 2022 hat Russland dann aufgrund des für beide Seiten positiven Verlaufs und als Zeichen des guten Willens seine Truppen aus den eroberten Gebieten um Kiew abgezogen und den vollständigen Rückzug auf den Stand vor Angriffsbeginn, nämlich auf den 23. Februar 2022, vertraglich zugesichert. Insofern gehe ich davon aus, dass der Angriff auf die Ukraine nicht Teil eines imperialen Plans zur Rückeroberung der ehemaligen sowjetischen Einflussgebiete, beziehungsweise darüber hinaus sogar ganz Europas ist. Natürlich können sich die Kriegsziele im Verlauf eines Krieges ändern. Ob die Vermutungen der russischen Angriffsabsichten zutreffen, ließe sich übrigens sehr leicht feststellen, indem man einen Waffenstillstand mit anschließenden Friedensverhandlungen vereinbart. Zudem könnten als Verhandlungsergebnis auch Regelungen herauskommen, die ausschließen, dass ukrainisches Territorium von Russland als Aufmarschgebiet für einen Angriff auf Mitteleuropa genutzt werden kann. Darüber hinaus könnten mit Russland Vereinbarungen geschlossen werden, die vor allem die Sicherheit der baltischen Staaten erhöhen, aber auch insgesamt zu größerer Stabilität zwischen der NATO und Russland beitragen. Ich denke beispielsweise an einen aktualisierten KSE-Vertrag über die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte mit einer neuen Flankenregelung und an vertrauensbildende militärische Maßnahmen, die zu größerer Transparenz und zu größerer Vorhersehbarkeit des politisch-militärischen Handelns beitragen. Offenbar geht es Moskau vor allem darum, die Ausweitung der NATO durch die Mitgliedschaft der Ukraine bis an die russische Grenze zu verhindern. Russland hat bereits Mitte der 90er Jahre das Ziel einer strategischen Pufferzone zur NATO, ich würde sagen eines Cordon sanitaire, verfolgt. Und diese Idee seit einiger Zeit wieder in der Form einer entmilitarisierten Zone auf ukrainischem Territorium aufgebracht. In letzter Zeit zeigt die russische Operationsführung jedoch auch, dass Russland Vorkehrungen gegen das Risiko trifft, dass westliche Truppen in den Krieg eingreifen, um eine totale Niederlage der Ukraine abzuwenden. In Deutschland wird schon die Tatsache, dass Ende März 2022 in Istanbul eine von beiden Seiten paraffierte Vereinbarung erzielt wurde, unterdrückt oder geleugnet, obwohl dies nicht einmal die ukrainische Regierung abstreitet. Und ukrainische Verhandlungsteilnehmer haben das mehrfach in der Öffentlichkeit bestätigt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Eine nähere Beschäftigung mit dem Inhalt des Abkommens würde zeigen, dass die Ukraine ein sehr gutes Ergebnis erreicht hatte. Ein Ergebnis, das nach 6 Wochen den Krieg zu durchaus annehmbaren Bedingungen für die Ukraine beendet hätte. Jeder vernünftige Mensch würde dann fragen, weshalb war Selenskyj eigentlich nicht bereit, durch seine Unterschrift den Tod einer 500.000 von Ukrainern und die Zerstörung des Landes zu verhindern. Nachdem er sich sogar in russischen Medien während der Verhandlungen
positiv zu den Verhandlungen geäußert hat. Und jeder vernünftige Mensch würde auch weiter fragen, warum er und die ihn vor allen Dingen unterstützenden westlichen Staaten immer noch nicht bereit sind, dem Frieden nun eine Chance zu geben. Die Politiker, die Anfang April den Frieden zwischen Russland und der Ukraine verhindert haben, waren offensichtlich überzeugt, Russland könne mit ihrer Unterstützung durch die Ukraine besiegt werden. Dass dies eine Fiktion war, sollte inzwischen eigentlich jedem klar geworden sein. Die Ukrainer haben erreicht, wozu ihre Streitkräfte durch westliche Unterstützung in der Lage waren. Der Westen sollte sich deshalb nicht weiter Schuld am tragischen Schicksal des ukrainischen Volkes aufbürden. Die Ukraine wird auch mit westlicher Unterstützung durch Waffen, Munitionslieferungen, durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten Russland militärisch niemals besiegen. Selbst die bisher und immer wieder aufs Neue von Laien geforderte Lieferung sogenannten Game Changern, mal waren es die Panzer, mal war es was anderes wieder, sind nicht die erhofften Wunderwaffen. Außerdem, auf Wunderwaffen haben schon ganz andere gehofft. Jedenfalls sind sie nicht in der Lage, die strategische Lage zugunsten der Ukraine ändern zu können. Die ukrainischen Streitkräfte sind in einem äußerst kritischen Zustand. Und nach den hohen Verlusten haben die ukrainischen Streitkräfte auch nicht mehr die Kraft, eine strategische Wende zu erreichen. Die bittere Wahrheit ist, dass sich trotz massiver Unterstützung durch die USA und Europa mit modernen Waffen eine militärische Niederlage der Ukraine abzeichnet. Dennoch heißt es in unseren Medien, es müssen mehr Waffen geliefert werden. Doch Waffen können keine Soldaten ersetzen. Es sieht deshalb so aus, dass die Ukraine den Krieg nun, ich hatte es schon erwähnt, auf eine andere Ebene verlagern will, also mit Waffensystemen tief nach Russland hineinzuwirken. Ich denke mal, das Zeitfenster für einen Verhandlungsfrieden könnte sich rasch schließen. Wenn sich der Westen nicht ernsthaft um einen Verhandlungsfrieden bemüht, wird das Schicksal der Ukraine auf dem Schlachtfeld entschieden. Und wenn die Waffen schweigen, wird die Ukraine nicht mehr das sein, was sie einmal war. Der Westen könnte sich deshalb sogar gezwungen sehen, und das ist meine große Befürchtung, eine vernichtende militärische Niederlage der Ukraine durch sein aktives Eingreifen zu verhindern. Damit entstünde eine reale Gefahr. Eine reale Gefahr, dass ein großer europäischer Krieg auf dem europäischen Kontinent ausbricht. Auch mit dem Risiko eines begrenzten Nuklearkrieges, obwohl beide Großmächte, Russland und die Vereinigten Staaten, sich sehr, sehr bemüht haben, genau dies zu verhindern. Es bleibt also zu hoffen, dass es doch noch gelingt, eine Ausweitung des Krieges auf ganz Europa zu verhindern. Wenn nicht, jetzt bin ich wieder bei Alexander dem Großen, durch die Lebendigkeit des Geistes eines führenden Politikers, dann vielleicht doch, weil sich Vernunft durchsetzt. Mir fällt überhaupt keiner ein im Augenblick. Fällt Ihnen einer ein, dem man sagen könnte, Lebendigkeit des Geistes? Nee, nicht. Ich verstehe nicht, wieso die Regierung Leute wie Sie nicht zu Rate zieht. Ja, ich bin zu lebendig, aber nicht des Geistes. So, also, letzter Punkt, den ich machen will, und den möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Historiker haben sich immer wieder die Frage gestellt, wie es geschehen konnte, dass die europäischen Mächte in den Ersten Weltkrieg, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, taumelten. Hoffentlich müssen sich die Historiker in der Zukunft nicht fragen, wie der Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts werden konnte. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.